Jo, willkommen zu einem neuen Video. Ihr könnt schon sehen, ich bin hier gerade im Kreativmodus. Mega viele von euch haben mich gefragt nach einem Tipps- und Tricks-Video. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal meine Tricks, Taktiken, die ich in 1v1s benutze. Vielleicht sind dann ja auch welche dabei, die ihr noch nicht kennt. Okay, dann würde ich sagen, ich komme direkt zum Anfang. Da mache ich erstmal normal hier 290s. Dann hier Pyramide und an der Seite so hochbauen. Und dann kann ich einfach so weiterbauen. Weil wenn der Gegner sich jetzt hier hochbaut, kann er hier nicht weiterbauen. Und er denkt wahrscheinlich, ihr editiert euch dadurch. Aber dann seid ihr einfach schon da an der Seite. Und habt höchstwahrscheinlich High Ground. Oder was ich auch gerne mache, wenn ich 390s mache. Einfach 290s, dann eine Treppe, eine Pyramide. Und weiterbauen. Weil wenn der Gegner sich hier hochbaut, denkt er, ihr seid irgendwo hier. Aber dann seid ihr plötzlich da hinten einfach. Also ja, das ist eigentlich auch mega gut für den Anfang. Jetzt kommt was ich eigentlich nicht so oft mache. Also alle machen ja am Anfang ganz normal 90s. Und zwar, ihr setzt eine Pyramide, editiert das und springt da an der Seite. Und dann ist der Gegner immer da und ihr könnt eine Pyramide da bauen. Er wird immer eine Treppe über euch sein. Und ihr werdet links neben ihm sein und könnt immer eine Pyramide über ihn setzen. Und dann einfach hier halt weiterbauen. Zu der Situation kommt es auch mega oft, wenn der Gegner low ist und vor allem im Kreativmodus, wenn er unendlich Metz hat, dann baut er sich einfach durchgehend ein. Also er muss einfach nur Wand gedrückt halten. Bau mal durchgehend. Und ihr könnt nicht reinkommen. Ja, da kommt man einfach nicht rein. Aber da gibt es einen Trick. Ich werde es gleich aus beiden Sichten zeigen. Also so kommt man halt nicht rein. Ich laufe durchgehend nach vorne. Ich kann nicht reinkommen. Aber wenn ich jetzt die Pyramide unter mir baue. Also ich laufe durchgehend dagegen. Baue eine Pyramide unter mir. Und ihr seht, ich stehe in der Pyramide drin. Und wenn ich jetzt das abbaue, ich werde immer durch die Wand kommen. Egal was er macht, ich werde immer durchkommen. Warte, komm, mach du das mal. Geh mal nach außen. Versucht sich erstmal normal reinzubauen. Also ich halte jetzt einfach Wand gedrückt. Er kommt nicht rein. Und jetzt mach das mal mit der Pyramide. Nein, du hast falsch gemacht. Okay, warte. Oh, Moment, warte. Also, lauf durchgehend an die Wand. Und dann schau. Ja, jetzt steht er in der. Ich halt gedrückt. Ja. Er kommt einfach durch die Wand durch. Aber man muss es natürlich schnell machen, weil wenn man jetzt hier irgendwie lange da steht, überlegt, wie man das macht, dann kann der Gegner einfach aufeditieren und einen One-Pump geben. Bau mal Doppeltreppe nach oben, also Treppe unter dir, über dir. Einfach einen Boden über den Gegner setzen. Und er denkt dann, ja normal, ihr kommt von oben und editiert euch dann irgendwie runter. Und dann könnt ihr auch ganz einfach Gegner vom Schaden bekommen. Gegner vom, was? Schaden vom Gegner bekommen. Aber da geht ihr ganz einfach, wenn ihr den Boden gebaut habt, einfach rechts an die Seite, baut eine Treppe und so unerwartet für den Gegner und könnt ihn dann einfach hier easy holen. So, dann als nächstes geh mal in den Highground, baut euch irgendwie hoch. Jo. Marisch, warte. Oh. Okay, reicht. Reicht. Wenn der Gegner da oben Highground hat und ihr euch hier hoch double rammt, tut ihr ja normalerweise hier ganz normal 90s hochbauen und das erwartet auch der Gegner. Aber was man da machen kann, statt 90s zu machen, einfach eine Pyramide oben und an der Seite so springen und immer weiter. Ja, und so kann man wieder Highground bekommen. So, als nächstes in die Situation kommt es eigentlich auch mega oft, dass der Gegner da drin ist, mit der Pumpe auf euch zielt und sieht, dass ihr aufeditieren wollt und halt nur darauf wartet, bis ihr aufeditiert habt. Was ich da meistens mache, ich editiere irgendwo so vor, dann schaue ich schon mal hier auf das Blaue, dass ich, wenn ich aufeditiert habe, direkt wieder zurück editieren kann. Und dann hat die Wand hier direkt nach dem wieder zu editieren meistens nicht mehr so viel Leben und dann schießt der Gegner halt aus Versehen die Wand kaputt statt euch, weil ihr wieder zurück editiert habt. Und dann könnt ihr halt direkt schießen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig erklärt habe. Ich zeig's dir einfach mal. Okay, also versuch mich einfach zu killen, okay? Wenn ich jetzt auf editiere. Okay. Ganz einfach. So, dann als nächstes baue dich einfach mal ganz normal hoch. Ja. Okay, geh einfach mal in den Highground. Ja, das reicht schon. Das passt. Jo. Wieder, wenn ihr hoch double rammt, dann könnt ihr den Gegner täuschen, dass ihr 90s macht. Ihr macht einfach so, dreht euch um und baut oben über euch einen Boden oder eine Pyramide. Und dann denkt der Gegner halt immer, ihr wollt euch irgendwie umdrehen, 90s machen oder so. Und dann kommt ihr einfach wieder nach oben.
So, dann normalerweise, wenn der Gegner sich über euch baut, eine Treppe über euch baut. Ja, mach einfach mal, warte, mach nochmal neu. Dann baut ihr direkt den Boden und eine Pyramide über ihn und könnt ihn einbauen. Weil normalerweise baut er dann schon den Boden, aber ihr könnt schneller sein, den Boden bauen. Einfach aufeditieren und ihn da direkt einbauen. Und seid easy über ihn. Ich habe jetzt bestimmt auch ein paar Sachen vergessen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ein paar normale 1v1s noch. Okay, komm. Oh, ich habe nicht vor Leben, fällt mir gerade auf. Kein Weltuntergang. Oh. Was war das denn? Ra! Was denkst du dir, Freundchen? Ich krieg dich noch vor. Na, wo ist der Go? Wo bist du denn? Nein. Obwohl. Pardon. Bruder, du bist schneller als uns, was anderes. Ja! Oh. Ey, mach das nicht rein. Was? Ja. Warte mal, das geht. Okay. Oh. Oh! Los. Ihr kommt zu schnell. Alter. Ey, watch, relax ein bisschen. Nein! Nein! Warte. Na, wie macht sich da unten? Gut. Kann mich nicht beklagen. Geh jetzt schon. Das nimmst du nicht ins Video. Das nimmst du nicht ins Video. Auf jeden Fall nehme ich das ins Video. Falsch-Taste. Das nimmst du nicht rein. Oh.
Och nö! Verdammt nochmal! Ey, das sind meine Schreien! Arian, ich schwöre dir, du nutzt das hier in den Schreien. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vielleicht sich zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.